Ein ganz liebes und herzliches Hallo hier auf meinem YouTube-Kanal Altes Wissen für eine neue Zeit. Heute ist der 8. März, der Internationale Frauentag, und ich habe überlegt, soll ich was sagen, soll ich was sprechen, soll ich meine Stimme erheben? Und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, so lang sprichst du schon über die Weiblichkeit, so lang lebst du bereits für die Weiblichkeit, schreibst Texte, begleitest Frauen. Ich glaube, es ist gut, wenn du deine Stimme erhebst. Vielleicht ein bisschen anders, als die meisten sie am Frauentag erheben würden, aber doch für die weibliche Kraft, die mir so sehr am Herzen liegt und mit der ich so tief, tief, tief verbunden bin. Denn alles in mir, alles an mir ist eigentlich diese weibliche Kraft, diese urweibliche Kraft. Und mein gesamtes Sein ist so ausgerichtet, dass es meine Aufgabe ist, die weiblichen Kräfte auf Erden wieder zu verankern. Und diese weiblichen Kräfte, von denen ich spreche, sind vielleicht ein bisschen andere, als man eigentlich am Frauentag bedenken könnte. Was ist denn das, was am allermeisten in Vergessenheit geraten ist, wenn wir über die weibliche Kraft reden? Dann würde ich wahrnehmen, am allermeisten in Vergessenheit geraten ist, dass unsere Erde, unsere Mama Erde, ein weiblich beseelter Planet ist. Sie ist die große Göttin, ihre Seele schwingt weiblich. Das erzählt uns kaum mehr jemand. Und doch ist so, ja, sagt man immer nur Mama Erde, aber doch haben wir vergessen auf diese Kraft der großen Göttin und vor allem auch auf dieses Bewusstsein, dass unsere Erde ein weibliches Wesen ist, die weibliche Schöpfungskraft im ganzen Universum, unsere große Göttin. Und wenn ich von der Weiblichkeit spreche und von der Bedeutung der Weiblichkeit spreche, dann ist es natürlich meine Aufgabe zu erinnern an die Kraft der großen Göttin, an die Seele unserer Mutter Erde und auch daran, dass hier auf Erden selbstverständlich ganz, ganz vieles mit dem Thema der Weiblichkeit zu tun hat und dass es kein Wunder ist, dass viele der weiblichen Aspekte vollständig ausgerottet wurden und das Männliche so stark an Überhand genommen hat, weil es eben darum geht, das Weibliche hier auf Erden wieder bewusst zu machen. Nun ja, also wir erinnern uns gleich zu Beginn daran, unsere Mama Erde ist ein weiblich beseelter Planet. Sie hat immer Priesterinnen gehabt, Töchter, Hüterinnen, Frauen, die die Stimme für sie erhoben haben, die so tief in Einklang mit ihrer Seele haben gehen können, dass sie das, was Mama Erde sagte, fühlte, auch fühlten und dann mit den eigenen Worten zu den Menschen brachten. Es war diese große Aufgabe der Priesterinnen, dass sie im Dienst von Mama Erde alles dafür tun, dass es hier auf Erden, dass hier auf Erden alles im Gleichgewicht bleiben kann. Diese Priesterinnen sind auch vor langer, langer Zeit in Vergessenheit geraten, so wie die gesamte weibliche Spiritualität. Mein tiefes Spüren ist, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo wir die weibliche Spiritualität zurück auf die Erde holen müssen, dass die Priesterinnen sich wieder erheben, dass sie ihre Stimme für Mama Erde wieder erheben und dass sie die gesamten weiblichen Qualitäten wieder in das große Ganze einweben. Denn die weiblichen Qualitäten haben keine Bedeutung mehr und sie haben auch über die letzten Jahrzehnte, Jahrtausende an Kraft verloren. Die Urgeschichte der Menschheit ist weiblich. Also wenn wir jetzt 40.000 Jahre zurückgehen in die Steinzeit, dann ist nachweislich in dieser Zeit die große Göttin verehrt worden und erste Göttinnen, also die ersten Abbildungen von Göttern waren immer Göttinnen. Es war einfach die große Mutter, lange, lange Zeit, bevor der erste Gott abgebildet worden ist. Warum ist das Weibliche hier auf Erden so verehrt worden? Weil eben die Seele der Erde weiblich ist und weil das Weibliche schon ganz wunderbare Qualitäten in sich trägt. Und um diese Qualitäten geht es auch, denn diese sind in Vergessenheit geraten. Diese ehrt man bei weitem nicht mehr so, wie man sie eigentlich ehren sollte. Das Schöne, das Besondere, das Göttliche am Weiblichen ist, dass das weibliche Wesen Leben empfangen kann, Leben austragen kann, Leben gebären kann, Leben nähren kann, Leben behüten und beschützen kann mit all der weiblichen, mütterlichen, weichen, warmen,
sanften Liebe. Das sind so diese Grundqualitäten des Weiblichen und diese hat man verehrt. Denn diese Qualitäten haben das Leben schön gemacht. Das Leben ermöglicht und auch ein schönes, liebevolles Leben überhaupt schön gemacht. Dass jetzt die Sonne, Vater Himmel, Vater Sonne, so schön herunterscheint, ist für mich ein Zeichen, dass die männlich-göttliche Kraft sagt, ich bin da, ich bin an deiner Seite. Sprich wieder, Priesterin, Göttin, zeig dich wieder in deiner Kraft, in deiner Größe. Ich bin da. Und in Wahrheit können wir Priesterinnen uns auch nur erheben, wenn die männlich-göttliche Kraft an unserer Seite ist, uns ehrt und schätzt und auch wieder aufstehen lässt und behütet und beschützt. Aber das ist die männliche Kraft, ja, die mir derzeit auch so nahe ist und wo ich ganz klar spüre, ohne ihr geht es einfach nicht. Darum möchte ich auch gar nicht, wenn ich von der weiblichen Kraft spreche, das Männliche ausklammern, sondern ich sehe die Schönheit des Männlichen, ich weiß über die Bedeutung Bescheid, aber heute möchte ich einfach aus diesem weiblichen Herzen heraus sprechen. Ich glaube, ihr könnt es mir gar nicht mehr sehen jetzt. Ist egal, ich mache einfach weiter. Weil ich immer deutlicher spüre, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo es unsere Aufgabe ist, all dieses Weibliche wieder einzuweben, wieder aufzustehen, wieder die Stimme für Mama Erde zu erheben, wieder zu sagen, wir Frauen, wir wollen das Leben behüten, wir wollen keinen Krieg, wir wollen endlich wieder Frieden auf Erden haben. Wir Priesterinnen werden alles dafür tun, dass sich die Menschen erinnern an das Weibliche und dass wir alles wieder in Einklang bringen. Denn was passiert ist, und das ist in den letzten tausenden Jahren passiert, die männlichen Qualitäten haben Überhand bekommen. Sie haben Überhand bekommen durch die gesamte Patriarchalisierung. Also es ist ein Patriarchat entstanden vor mehreren tausenden Jahren, wo männliche Qualitäten einfach zu stark geworden sind und auch sehr stark in eine krankhafte Richtung sich entwickelt haben. Und das heißt nicht, dass alle Männer böse sind, sondern nur diese männlichen Strukturen, Besitz, Macht, Krieg, Gier, also alles das, wir brauchen gar nicht drüber reden, wir haben es jetzt gerade, wir brauchen nur in die Zeitung schauen und alles steht letztendlich dort. Das sind diese krankhaften patriarchalen Strukturen und diese krankhafte Erhebung des Männlichen über das Weibliche, was ja durch die gesamten Weltreligionen letztendlich passiert ist. Und es hat zu einem riesengroßen Ungleichgewicht geführt. Auf der Erde herrscht ein unglaubliches Ungleichgewicht. Das Männliche ist so stark, so dominant. Und durch diese Entwicklung, wo es sich wegentwickelt hat von der heilen männlichen Kraft, die ja auch nur das Leben behütet, hin zu einer kranken männlichen Kraft, die eben da als Herrscher und was auch immer die Welt zerstören. Da erkennen wir jetzt, dass diese Zeitphase ein Ende findet und dass es zum Ausgleich kommen muss. Und dieser Ausgleich, der kann in meiner Wahrnehmung nur funktionieren, wenn wir Frauen uns jetzt wieder erinnern, uns erheben, unsere Stimme wieder erheben und wieder sagen, wie schön das Weibliche ist, wie wichtig das Weibliche ist und dass jetzt die Zeit ist der Auferstehung der Weiblichkeit. Und sie wird sich vielleicht für einen Moment über das Männliche, wisst ihr, damit der Ausgleich stattfinden kann, wird sie sich vielleicht für einen Moment über das Männliche erheben. Das ist jetzt die große Schwierigkeit, wo ich keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll. Denn das Ziel ist ja, dass sie sich dann auf Augenhöhe begegnen und dass männliche und weibliche Kraft wieder gemeinsam agieren. In jedem einzelnen Mann, in jeder einzelnen Frau, aber auch in dem vollkommen neuen Miteinander zwischen männlicher und weiblicher Kraft. Und ich spüre das, dass in vielen Frauen das jetzt ganz stark spürbar ist. Wir wollen diese weiblichen Qualitäten zurück auf die Erde bringen. Wir Frauen, wir wollen keinen Krieg. Wir wollen, dass unsere Kinder sicher sind. Wir wollen, dass unsere Söhne sicher sind. Wir wollen, dass wir auf Mama Erde wieder gut leben, dass wir sie nicht ausbeuten und zerstören und kaputt machen und nicht ehren. Wir wollen wieder diesen Zugang zur Göttin und zu all den weiblichen Kräften, die hier auf Erden immer so wichtig waren.
Und darum finde ich es wichtig, dass wir erinnern an die Weiblichkeit in jeder Frau, in jedem Mann und vor allem auch daran, wie wichtig die spirituelle Kraft der Weiblichkeit gerade jetzt ist. Und es braucht jetzt Frauen, die die spirituelle Stimme wieder erheben, die wieder sagen, ich bin eine Priesterin im Dienste meiner großen Göttin und ich werde meine weibliche Weisheit einweben und werde mit meiner Liebe wieder erinnern daran, wie schön das Leben hier auf diesem Planeten Erde ist und dass wir letztendlich alle die Liebe in uns tragen und den Frieden in uns tragen und letztendlich wir uns alle lieben und Frieden wünschen. Aber da wird sehr, sehr stark das Weibliche brauchen, das jetzt aufsteht und wo ich selber gar nicht weiß, habe ich denn jetzt wirklich schon genug Mut dazu? Viele würden jetzt über mich lachen, wenn sie dieses Video hören und trotzdem kann ich mich nicht mehr verstecken. Es geht einfach nicht mehr. Mama Erde, sie freut sich so. Es ist für sie auch eine Hilfe, wenn sie spürt, dass wir uns zeigen und sichtbar werden. Und es geht nicht mehr, dass wir uns klein machen. Es funktioniert einfach nicht mehr. Es darf nicht mehr sein. Und wir brauchen die Männer an unserer Seite, die uns auch spüren lassen. Ihr müsst euch nicht mehr klein machen. Steht's auf, wir behüten euch, wir beschützen euch, wir lieben diese weibliche Kraft. Wir spüren ja, dass wir selber in uns genau dieses Weibliche brauchen würden, dieses Sanfte. Wir wollen auch keine Krieger mehr sein, wir wollen auch niemand mehr ermorden, zerstören, wir wollen das auch nicht mehr. Bitte nehmt uns auch ein bisschen an die Hand, Frauen, und lehrt uns wieder, wie es geht, in der Liebe zu leben. Das spüre ich auch ganz stark. Und was ich nur sehr stark spüre, ist, dass heute ist es noch kalt, doch wir befinden uns an der Schwelle vom Winter zum Frühling und die Frühlingstag und Nachtgleiche ist nahe. Und ich spüre, dass der Frühling heuer ganz rasch kommen wird. Aus dieser Kälte heraus wird jetzt dann irgendwann, ich spüre so in den nächsten 10 Tagen, wird die Wärme kommen und die Pflanzen werden hervorbrechen. Das neue Leben wird aufbrechen. Meine Hand leuchtet auch irgendwie ganz rot. Seltsames Licht hier. Und mit dieser explosionsartigen Auferstehung von Mama Erde spüre ich, dass die gesamte weibliche Kraft auch explosionsartig zurückkommen wird. Und da wird sie ganz, ganz vieles tun, durch dieses Auferstehen des Weiblichen. Und ich spüre auch, wie immer mehr Männer sagen, wir treten an die Seite unserer Frauen. Wir kreieren mit ihnen gemeinsam den Frieden auf Erden. Wir werden wieder mit all unserer Kraft, mit all unserer Liebe das Leben behüten, unsere Kinder behüten, die Erde behüten, die Natur behüten, die Tiere behüten, die Pflanzen behüten. Das ist das, was jetzt passiert. Und ich bete wirklich aus meinem tiefsten Herzen heraus, dass wir Kraft genug finden werden, diese Weiblichkeit aufs Neue zu manifestieren. Ich werde meinen Teil dazu beitragen. Ich werde die Stimme weiter erheben. Ich werde den Schutz des Himmels, den Schutz des Gottes, den Schutz des Männlichen dankbar und liebevoll annehmen und gleichzeitig meine Größe nie mehr wieder verstecken und meine Stimme nie mehr wieder verstummen lassen. Ich bin Tochter von Mama Erde, Priesterin, Hüterin dieses Planeten, Frau, Weib, Mutter, Geliebte, Tochter, ich werde alles dafür tun, dass die Weiblichkeit wieder ihren Raum bekommt, ihren Platz bekommt und ihre Macht erhebt, Mama Erde zu heilen und zu dem Planeten zu machen, der immer war. Ein Planet der Schönheit, ein Planet der Weiblichkeit, ein Planet der Göttin, ein Planet, der unser aller Zuhause ist. Danke.